Hallo zusammen, Aizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare. Da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest Gefährliche Gewandung anzunehmen bei Tassarian in der Weißkrone in diesem Gebiet, also auf dem Flugschiff die Himmelsbrecher. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5. Ich bin aber davon überzeugt, das Video wird euch auch helfen in Vyodelka Classic. Mein Charakter ist zu hoch für dieses Gebiet, deshalb werde ich die Mobs mit einem Schlag töten. Das Video würde euch aber nicht mehr helfen, wenn ich ewig gegen diese Mobs kämpfen würde, behaupte ich mal. So, jetzt sind wir auch schon gleich im Questgebiet. Als erstes braucht man diese bittere Initiant. Von diesen bitteren Initianten müssen wir bestimmte Items sammeln. Kugel der Illusion. Jetzt habe ich einen falschen Mob mitgetötet, das macht nichts. 2 und 3. Diese Kugeln der Illusion kann man sich in die Leisten ziehen. Und diese müssen wir jetzt benutzen. Auf diese Mobs dunkle Unterwerferin anklicken, Kugel benutzen, zack, 1 von 3. Ihr müsst hier vermutlich mehr Gegner töten, falls ihr die Quest in Vyodelka Classic macht, die werden vermutlich bei euch adden. Und ich laufe noch ein bisschen durchs Questgebiet, hier ist auch noch eine Unterwerferin, da hinten nicht mehr, hier ist auch eine. Also müsst ihr ein bisschen Ausschau halten, nicht in Sichtfeld, klar. So. Und nun ist die Quest bereit zur Abgabe. Juhu! Das zeige ich euch natürlich auch noch. Solltet ihr schon wissen, wo und bei wem diese Quest abzugeben ist, wäre es trotzdem cool, wenn ihr das Video bis zum Ende laufen lasst. Würde meinem Kanal sehr helfen. Hier hoch. Da. Quest ist abzugeben bei Tassarian in der Weißkrone in diesem Gebiet an Bord der Himmelsbrecher. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!